alle zusammen. Wir machen einen besonderen Kuchen. Also für mich ist er besonders, weil ich ihn so nicht kenne. Der ist jetzt ein bisschen aufwendiger, aber ist jetzt nicht schwierig unbedingt. Es sind einfach nur mehrere Schritte, die wir diesmal machen. Aber wenn er am Schluss so aussieht, wie er aussehen soll, wenn das funktioniert, dann will ich den unbedingt auch auf meinem Kanal haben. Und zwar, wir machen jetzt erstmal einen Brandteig. Im Topf sind 50 Gramm, also das stimmt, 50 Gramm Milch und 50 Gramm Butter. Das tun wir jetzt erstmal schmelzen lassen bzw. heiß werden lassen. Dann haben wir 80 Gramm Mehl, das kommt dann gleich dazu. Dann haben wir in einer separaten Schüssel 3-mal Eigelb plus einem ganzen Ei. Also insgesamt 4 Eigelbe und ein Eiweiß. Die restlichen 3 Eiweiße, die sind hier drin. In der roten Schüssel hier. Und hier drin haben wir noch so einen Teelöffel Vanillezucker und 80 Gramm normalen Zucker. Das sind die Zutaten. Am Schluss brauchen wir noch 20 Milliliter ungefähr Milch. Ich hoffe, dass das alles so stimmt, weil das war ein Rezept von einem japanischen Kanal. Und da war das halt in Englisch hinten dran gestanden. Deswegen hoffe ich, dass das die Rechnung auch stimmt. Müssen wir einfach mal gucken. Und ja, so geht es erstmal weiter. Jetzt sind wir soweit. Es ist heiß, die Butter ist geschmolzen. Jetzt geben wir das Mehl dazu. Ach, jetzt brauche ich wieder was. So, jetzt rühren wir das so weit, bis wir einen so einen Klumpen haben. Temperatur machen wir mal schon mal aus. Und dann gebe ich das jetzt nämlich gleich in eine andere Form, damit das Ganze wieder abkühlen kann, bevor wir nämlich die Eier dazugeben. Brandteig ist wirklich nichts Schweres, da kann sich wirklich jeder rantrauen. So, hier habe ich meine Schüssel. Da gebe ich das jetzt hinein. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen seitlich hingestellt, dass ich ein bisschen besser hier agieren kann. Und zwar, ich wollte euch jetzt noch mal zeigen, wie ich das mit dem Backpapier mache in so einer eckigen Form. Und zwar, ich nehme jetzt hier die Form 18 x 18 cm. Ihr könntet auch zum Beispiel eine 18er Springform nehmen. Solltet ihr die Größe von einer 26er Springform nehmen, einfach alles verdoppeln. Und ja, ich habe jetzt einfach ein Backpapier ausgeschnitten, was diese Höhe bzw. vielleicht einen Tick höher hat, damit man das später einfach so rausheben kann und man dann nicht rumwirtschaften muss, bis man das erste Stück irgendwie halb rausgeschafft hat. Dann habe ich mir einfach hier an den Ecken die Punkte gemacht auf dem Backpapier und habe das einfach an den Seiten eingeschnitten. Und dann knicken wir das einfach hier so um von allen Seiten. Man muss es nicht umknicken, aber so finde ich es halt einfacher. Und entweder gibt man dann in die Form etwas Wasser oder etwas Öl, einfach, dass das Papier besser hält. Und dann hat man das eigentlich auch schon. Man hat dann später kein Gefuddelkram. Die Ecken müssen dann einfach in irgendeine Richtung gelegt werden. So, jetzt haben wir die Form, während der Teig da noch etwas auskühlt. Und jetzt kümmern wir uns um unsere Erdbeeren.
Jetzt nehmen wir uns die Erdbeeren vor. Gerade am Überlegen. Ich tue die jetzt so ungefähr 3 mm dick schneiden. Und auf jeden Fall Abstände lassen. Und dann legen wir die hier, die nehme ich jetzt mal nicht, weil die da so ein Loch hat. Die kann man dann für den Inhalt benutzen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich schiebe das jetzt hier mal zur Seite. Denn jetzt tun wir unser Eiweiß aufschlagen und wenn das halbwegs steif ist, dann kommt unser Zucker mit hinzu. So, wenn der Teig jetzt abgekühlt ist, geben wir nach und nach unser Eiergemisch dazu, aber wirklich nach und nach. Erstmal das gut verrühren. Ich mache es jetzt mit dem Rührgerät. Keine Lust, da so lange zu machen. Aber langsam. Jetzt kommen, ich muss die Milch hier neu aufmachen, wie gesagt nochmal so 20 Milliliter, also ungefähr 2 Esslöffel Milch dazu. Jetzt machen wir es wieder brav mit der Hand. Und jetzt kann auch schon unser Eischnee untergehoben werden, der natürlich auf jeden Fall untergehoben werden muss. Also jetzt nicht mit dem elektrischen Rührgerät verrühren. Jetzt schlagen wir ja wieder die Luft raus, das wollen wir ja nicht. So, jetzt werde ich vorsichtig den Teig erstmal hier rein und drüber laufen lassen. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Schritt, also der Ofen, der ist vorgeheizt jetzt auf 165 Grad, Ober- und Unterhitze und wir machen das Ganze in einem Wasserbad. Ich werde jetzt hier etwas Wasser reingeben, dann stelle ich das jetzt in den Ofen und stelle das dann oben rein. Ich könnte es natürlich jetzt auch hier machen, aber ich will ja gucken, dass die Erdbeeren da nicht so sich verrutschen, deswegen mache ich das jetzt im Ofen. Also irgendwas nehmen, ihr könnt auch ein Backblech nehmen, wo ihr das Ganze reinstellen könnt und dann geht's ab in den Ofen. Wie ihr sehen könnt, ich habe es gestürzt. Das ist jetzt unsere untere Seite, aber ich habe das Backpapier noch nicht abgezogen. Das machen wir jetzt zusammen. Gucken mal. Voila! Voila, voila, voila. Sieht doch cool aus. Und jetzt muss ich hier einen dünnen Boden abschneiden. Da werde ich, glaube ich, meine Kuchensäge benutzen, weil ich es dann einheitlicher machen kann. Ich denke mal, ihr wisst, wie ich das Ganze gestürzt habe. Oder könnt euch das vorstellen? Ich habe einfach... Hier, dass der Boden, der ist zwar geschlossen, aber ich habe trotzdem mal ein Backpapier hingelegt, dass zur Sicherheit nichts klebt. Habe ich auf die obere Seite gegeben.
denn das ist ja logischerweise die untere Seite. Und dann habe ich einfach hier unten ein Brett und dann haben wir es einfach gestürzt. Und ja, ich habe nämlich extra die Füllung noch nicht zubereitet, weil ich ja nicht wusste, ob das mir jetzt gelingt. Weiß man ja immer nicht. Und deswegen habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Da tun wir es jetzt erstmal durchsägen. Genau. Ich werde es jetzt doch mit dem Messer machen, weil mit der Kuchensäge, ich habe dann geguckt auf der manchen, also auf der einen Seite ist es wieder etwas höher wie auf der anderen. Das kann ich dann doch mit dem Messer besser händeln, hoffe ich mal, dass das klappt. Ja, ist gar nicht so meins, das mit dem Messer zu schneiden. Ich meine, hier geht es in erster Linie auch darum, dass unten, also dass das oben, dass die Beeren da sicher sind. Muss jetzt bei mir nicht mittig oder sowas sein. Wir beginnen mit der Sahne und zwar 200 Milliliter. Und das tun wir jetzt einfach aufschlagen. Jetzt haben wir hier drin 100 Gramm Frischkäse, 30 Gramm gezuckerte Kondensmilch, 15 Gramm Puderzucker, 15 Gramm Butter, so 10 Milliliter Zitronensaft und das verrühren wir erstmal. So, was ich noch vergessen hatte eben zu sagen, weil das nicht im Rezept eigentlich dabei war, ich habe jetzt noch etwas Vanillezucker dazu gegeben, einfach so einen Teelöffel. Und jetzt heben wir die Sahne unter. So, was im Übrigen noch gut war, dass ich das Ganze ja jetzt auf dem Backpapier gestürzt hatte. Denn so hatte ich jetzt schon Backpapier drunter und konnte das jetzt einfach, habe das auch wieder zurechtgeschnitten, eingeschnitten und konnte das jetzt gerade wieder in die Form geben. Jetzt geben wir unsere Masse hier drauf, die übrigens super lecker schmeckt. Jetzt nehmen wir noch Erdbeeren. Also ich mache es jetzt so. Ihr könnt es natürlich auch die Erdbeeren untermischen. Also zum Beispiel das Ganze dann würfeln und unter die Creme mischen. Da kann man das ja machen, wie man möchte. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das so zu machen, weil das Rezept war im Endeffekt zum einen, war das Rezept auch mit Orangen und Orangen, nicht Likör, irgendwie mit Orangengeschmack. Dann war es bei mir auch eine Rolle. Und ja, das habe ich sozusagen abgeändert. Oder ist noch was von dem Grün, glaube ich, bei gewesen. Na, jetzt war auch kein Mensch dran sterben jetzt, aber so. Jetzt muss einfach noch der Deckel klappen. Oh je. Warum ist denn der jetzt so viel kleiner? Ah, ich weiß, warum das ein bisschen kleiner ist. Weil bei mir ist die Form nicht im rechten Winkel. Genau. Bei mir ist die Form, die wird hier oben, wird die breiter. Das ist das. Das schneide ich aber nachher dann zurecht. Das soll euch ja jetzt nicht stören. Am besten nimmt man natürlich dann eine Form, die im rechten Winkel ist. Habe ich aber nicht. Und ja, jetzt geht das Ganze ab in den Kühlschrank. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich traue mich ja gar nicht, das jetzt anzuschneiden. Was wollte ich denn gerade noch sagen? Ach so, genau. Also das war gar nicht so einfach, das auseinanderzuschneiden. Auf jeden Fall ein Sägemesser benutzen. Aber gar nicht wegen denen hier oben, sondern die ja nicht gekocht waren. Die Erdbeeren, die sind natürlich stabiler. Und ja, aber es ist alles machbar.
Nur halt Sägemesser am besten nehmen. Und jetzt probieren wir mal. Das ist der Wahnsinn. Wirklich. Ich muss das jetzt nochmal separat hier probieren, weil so einen Boden kenne ich ja auch überhaupt nicht. Der ist super lecker, super soft, also auch überhaupt nicht trocken. Und die Creme hatte ich ja schon probiert, die finde ich auch mega. In der Kombination kannte ich das ja auch nicht mit gezuckerter Kondensmilch, hatten wir ja. Also schmeckt wirklich traumhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch wenn das jetzt mal wieder nach langer Zeit ein aufwendigeres Rezept ist. Ich meine, so Motivtorten, das ist noch eine ganz andere Nummer. Also der Kuchen, der lohnt sich echt, sich ein bisschen mehr Arbeit zu machen, wie man sonst bei mir gewohnt ist. Kann ich euch nur empfehlen. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Schmeckt super. Und dann kann ich einfach nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!